Hallo YouTube, wir sind wieder zurück. Wir haben einen besseren Stab ausgerüstet, aber ich wurde auch von TikTok gespoilert. Und zwar gibt es hier anscheinend in dem Sumpfland auch nochmal einen besseren Stab. Da gehen wir uns gleich mal hin, bevor wir diesen Stab hier aufwerten, weil ich glaube, der andere ist tatsächlich wesentlich besser. Und wir wollten uns eigentlich hier begeben, um ein paar Punkte zu sammeln, damit wir unseren Stab hier verbessern können. Vielleicht ist es keine schlechte Idee, das zu machen. Deswegen sammeln wir hier mal ein bisschen Runen noch durch die Gegner hier ein. So. Und jetzt geht's auf zu dem guten Stab. Oh, was gibt's hier noch Schönes? Runenbogen. Irgendwelche Pflanzen. Und Schmiedestein in Stufe 4. Let's go. So, jetzt sind wir wieder im Sumpf. Die beste Truhe, anyways. Die Teleportationsruhe. Yes. Wie war der Spaziergang? In Real Life Elden Ring. Ich hoffe gut. Und ich habe festgestellt, dass man anscheinend. Hä? Wieso kann ich nicht reiten? Wieso kann ich nicht. Ich konnte doch sonst die ganze Zeit hier reiten. Was ist denn da los? Invasion durch Millicent? Was? Ich kann nicht reiten hier. Wieso nicht? Wegen dem da? Wow! Was bist du denn? Hä? Ist das denn jetzt ein anderer Spieler gewesen? War das ein anderer Spieler? Kann ich das ausstellen? Wenn die vom Stab sprechen, den ich gestern gefunden habe, dann müsste deine Weisheit erstmal noch einen Batzen gesteigert werden. Na, gucken wir mal. Lippen- und Sprachausgabe ist nicht ganz synchron. Und jetzt? Ist wieder normal? NPC-Invasion ist gescriptet an der Stelle. Okay. Wie doof. Ja, hier wieder, ne? Warum genau an der Stelle? Warum genau an der Stelle hier? Come on. Autsch. Mit den ganzen Gegnern hier. Ist doch nicht schön. Ich glaube, ich versuche auch so rumzulaufen. Kleiner Delay. Ist es arg schlimm? Fällt es anderen Leuten auch auf? Oder geht's? Kundalini. So, warte mal, wie können wir denn am besten außen rumlatschen? Einfach hier so lang, ne? Ja, machen wir das so. Bei Syndicate ist es kein Delay. Dann liegt's an Kundalini. Liegt's an dir. So, das sagen zu müssen, aber ja. Weil sonst hat sich bisher auch noch niemand beschwert. Das Sumpf ist Wahnsinn. Treibe ich mich gerade rum. Wenn, dann ist der Delay ultra winzig. Okay. Also nicht bemerkbar. Wie gesagt, bis der Erste, der das sagt, vielleicht ist wirklich ein Mini-Delay drin. So. Der Wahnsinn-Sumpf. Einfach neu laden. Ja, einfach einen Stream neu laden, dann geht's vielleicht. So. Hey, noch ein Lagerfeuer. Hey du, ich hab jetzt leider nichts zum Kaufen. Keine Runen. Könnte trotzdem mal gern schauen, was es Schönes gibt bei dir. Huh. Gar nichts so wirklich Sinnvolles für mich. Nun gut. Dann weiter geht's. Hier ist noch die Ruine, die ich gesehen hatte. Oh oh. Ein bisschen Damage gab's. Das ist schon noch okay. Jetzt ist alles im Rahmen. Ja, ich mach die hier mal fertig, bevor die. Wow! Das sieht nach Giftzauber aus. Nix da, hier wird nichts gezaubert. So, das.
Oh. Oh, das sind mehrere. Das soll irgendwo außen gewesen sein, dieser Stab. Gar nicht innen drin. Wo ist noch so einer? Eins, zwei, drei. Hat mich erwischt. Macht richtig viel Damage. Und vergiftet sogar auch, ja. Miese Krise. So. Oh, Pflanzen. Hallo. Mal absteigen. Gucken, ob es das vielleicht hier schon ist. Hut des Reisenden. Oh, Kleidungsreisenden, Handschuhe des Reisenden, Hose des Reisenden. Ist das besser als meine Ausrüstung? Lass mal sehen. Mehr Immunität. Boah, ich bin mir nicht so... Das ist zum Beispiel schlechter an fast allen Punkten, außer Immunität. Nee, das lohnt sich nicht wirklich, oder? Nee, das lohnt sich zum Verkaufen. Nee. Sorry. Mit hier die Pflanzen her. Einfach aus dem Boden gekrochen. So. Ist in der Packung voraus. Die meinen wahrscheinlich Mobs, ne? So, hier ist die Ruine, der Eingang dazu. Oh. So. Aber wo ist jetzt das? Ah, da oben, da ist das. I see, I see, I see. Flup. Zack. Meteoritenstab. Ausrüstung, let's see. Der ist in allen Punkten besser. Der ist in allen Punkten besser. Damn! Oh, ich muss aufs Pferd. Mana regeneriert sich von Zeit nicht selbst, nein. Damn! Ja, das Damage, der Damage, das zu sehen. Ich muss Mana selbst auffüllen. So, dann gehen wir noch in die Höhle rein, oder? Boah, das sind jetzt mit zwei Schlägen tot anstatt drei. Oh, so gut. Jupp, der ist besser. Ich werde den anderen Stab trotzdem nochmal verbessern, um zu gucken, ob der vielleicht besser ist. Nachdem er verbessert worden ist, den anderen, den wir gefunden haben. Aber das ist nice. Endlich mal ein guter Stab hier. Look at that. Schönes Upgrade. Ja, Mann. Die Pflanzen alle her. Geben die eigentlich viel Runen? Nee, oder? 54 nur. So, wir gehen aber in die Höhle unten rein. Ist hier noch was Schönes? Nee, das haben wir ja schon alles geholt. Wo war denn jetzt der Eingang? Hier? Ja, hier war der Eingang, glaube ich, oder? Nee. Ah doch. Kannst du nochmal die Zauberskaliere und der Stäbe zeigen? Yes! Attributskalierung, Weisheit S. Hier ist C und hier ist B. Wenn ich den aufwerte paar Mal, wird er vielleicht auch zu S, oder? Oder wird es nur einmal aufwerte? Ich weiß nicht. Aber das hier 39 plus 36 schon, das ist schon krass. Ich habe keine Talente.
Der Stab lässt sich nicht verstärken. Okay, ein Stab mit einem dunkelvioletten Schimmerstein, der von einem Meteoriten stammen soll, bewirkt hohe Zauberreiskalierung und versteckt außerdem Gravitationszaubereien. Kann man nicht verstärken. Steingräberzaubereien werden da verstärkt und hier Zaubereien müssen an den Ort der verlorenen Gnade gelernt und erfordern einen ausgerüsteten Stab. Versteckt Steingräberzaubereien und das hier Gravitationszaubereien. Ich weiß nicht, was Gravitationszaubereien sind. C kann maximal A werden. Ah, okay. Na gut. Dann behalten wir den erstmal. Und schauen, was es hier noch Schönes gibt. Oh, hi. Nachricht lesen. Lügner voraus. Was kann eine weitere Nachricht? Dann öffnen wir hier mal. Was gibt's hier Schönes? Steinschleuder. Ist das ein Zauber? Das ist ein Zauber! Feuert Felsbrocken aus der Erde auf Gegner ab. Ist das ein Gravitationszauber sogar? FP kosten 18. Wir probieren es aus. Steinschleuder, das klingt, das klingt doch nach einem. Nach einem Gravitationszauber, oder nicht? Wie viele Runen haben wir? Wir haben noch nicht 4000, ich will 4000 haben. Oh, ich stehe die ganze Zeit im Mist. Perfekte Ergänzung. Yes, Mann. So. Dann Zauber lernen. Den hier ersetzen mit das hier. Nötige Weisheit 18 haben wir. So, mal gucken, wie viel Damage das macht. Können wir das vom Pferd aus benutzen? Yes. So, jetzt hat meine Opfer. Bin ich noch nicht so davon überzeugt. Kann es aufladen. Wow, okay, vielleicht doch ganz geil. Das ist gar nicht so bad, aber es dauert halt ein bisschen, bis es castet. Ich denke, für große Gegner, die langsam sind, ist es not bad. So, ich werde das Ganze mal hier an dem auch nochmal ausprobieren. Den da. One-Hit. Lässt sie sehen. Lässt sie sehen. Wir brauchen für einen weiteren Speicherplatz noch ein paar Runen. Hier. Was ist, wenn ich nur kurz halte? So, zack. Hat den gleichen Effekt, ne? 500 nochmal drauf abgezogen. Zack. Ja. Das ist ganz geil. Kann man das öfters machen? So? Ne, es dauert halt ein bisschen zu casten. Zack. Boah, es ist schon. Ist schon ganz geil. Ist schon ganz geil. Vor allem, man kann hier eigentlich ganz gut mit dem Zauber, Oh, was ist denn? Ups. Kriegsasche, giftiger Nebel. Die hier, die kann man ganz gut farmen, so, ne? Wenn man das so macht, zack. Oh, das sind voll viele hier. Upsi. Elden Ring. Ich spiel grad Kaffee, hat er gerade geschadet gesehen. Amps. Machen wir 500 dazu. So, was ist denn jetzt? Das, ich glaube, das ist schneller down, wenn ich die Attacke mache, oder? Der andere ist für den First Strike ganz geil. Aber ja, das ist schneller.
Mit dem First Hit ist der andere tatsächlich besser. Dass ich quasi zum Gegner gehe und sag so, okay, hier ist Gegner, zack, First Hit, Feuer uns entdeckt und dann das hier. Einfach hinterher. Sieht das rote Nebel eigentlich, der Nebel was ab? Oh, ich kann den gar nicht mehr besiegen, hab nicht genug Mana. Das ist okay. Syndicate hat noch gemeint, dass es... Warum kann ich die Map nicht öffnen? Kann die Map gerade nicht öffnen. So. Ah, jetzt. Dass hier unten in der Karte noch was Schönes auf uns wartet. Ich guck mal aber hier nochmal. Erstmal da vorbei. Da ist die Markierung. Ah, das Problem ist, wir haben jetzt keinen Mana. Oh, hi. Was gibt's hier Schönes? Die Karte. Let's go. So. Meinst du hier so? Könntest du mal anschauen. Hä? Die Markierung ist schon weggemacht. So ein kleines Türmlein. Ah, guck mal. Den Baum hast du bestimmt gemeint, gell? Sehr gut, sehr gut. Goldene Saat. Jetzt müssen wir genau, ob ich genug goldene Saaten haben. Damn, die sehen stark aus. Ich glaube, da gehen wir wann anders nochmal hin. Jetzt gehen wir erstmal hierher. Dein Endo-Akku ist fast leer. Oh nein, der Kanikun. So, wir werden uns hier mal kurz ausruhen. Flaschen, Aufladung zufügen mit goldenen Saaten. Zwei Stück brauchen wir, haben wir. Jetzt können wir die Flaschenauffüllung nochmal verteilen. Zack, let's go. Heilige Träne haben wir leider noch keine mehr. Was wollte ich noch machen? Wir wollten uns einen Talisman holen. Bei Tafel der Gnade. Da können wir uns nämlich... Oh, bei wem war das nochmal? Konnten wir das kaufen? Hä? Was machst du denn hier? Hallo? So sehen wir uns wieder. Freut mich, dass ihr euch über meine Warnung zu Herzen gehabt. Aha. Ja, was kannst du machen? Nix. So, ich glaube, der Händler war das... Ah, es war hier gewesen, glaube ich, ne? Ja. Kaufen. Und zwar... Ein Speicherstein, das meinte ich. Das wollte ich holen. Yes. Könnten wir auch Rüstung kaufen, die vielleicht besser ist als unsere? So, mal schauen. Okay. Dann können wir jetzt wieder zurück hierher. Und gucken uns mal die Wölfe an, wie viel Damage die uns machen werden. Es ist schon 16 Uhr? Damn! Okay, wir nehmen danach noch eine Folge auf und dann ist gut für heute. So. Inventar. Da. Erhöht die Anzahl magischer Speicherplätze. Muss ich die anlegen dann, ne? Wahrscheinlich mal ausrüsten. Ausrüstung. Das will ich gar nicht ausrüsten, genauso wenig wie das hier. Wo lege ich die an? Hier nicht, da nicht. Hier so? Du musst einfach nur dabei haben. Ich guck mal. Ich muss bei der Gnade einfach einen auswählen. Okay. Zauber lernen. Tada, sehr cool. Aber ich würde gerne tauschen. Upsa. So. Gut. Dann, auf zu den Wölfen. War das... Ne, es war die Richtung. Oh, hi. Hab
Und drei Schläge. Okay. Eins, zwei. Oh. So. Oh. Oh, ist das gerechnet? Wenn alle drei getroffen hätten? Egal, ich mach jetzt fertig hier so. Wäre down gewesen. So, jetzt aber auf zu den Wölfen. Let's go! Oh, Käsenudeln. Käsenudeln hätte jetzt auch richtig Bock. Gönn dir. Was ist das denn? Ist das ein Oh. Ich weiß nicht. Sollen wir? Ich glaube, wir müssen. Oh, das sind mehrere. Autsch. Alter. Die haben viel HP. Autsch, und machen auch gut Damage. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir uns direkt hier mit denen angelegt haben. Oh, es sind überall noch mehr Gegner. Es ist halt mies, dass es zwei sind. Oh, es zieht aber ganz gut ab bis jetzt. Wenn ich treffe. Alter, okay, das war ein böser Hit, Mann. Kaum noch live. Hat er noch ab? Ne, doch nicht. Er zieht sich ein bisschen zurück. Wow! Nein. Aber das war's down. Das war's down. Ja, traust du dich noch? Got him. Boah, die geben gut Punkte. Die geben gut Punkte. Ich darf nur nicht zu greedy werden. Got him. Let's go. Schön. Boah, sogar eine goldene Rune. Stufe 5 erwischt. Sehr, sehr cool. So. Hast du nicht von irgendwas Dummen erwischen lassen? Einfach hier hinporten. So. Mädels, du geile Schnecke! Vielen Dank für den Sub! 8 Monate jetzt schon! Küsse gehen raus, du geile Schnecke! Dankeschön! Fühl dich umarmt und dein Herz geht raus auch an dich! So, Stufen können wir nicht aufsteigen. Aber wir haben einiges an Runen gesammelt. Und ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge hier. Und nehmt dann gleich die nächste auf. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren. Und wenn ihr das Ganze live sehen wollt, dann bei Twitch vorbeischauen. Haut da rein, Leute! Und bis morgen dann, 16 Uhr, wie immer, Elden Ring. Ciao, ciao!